Ede, komm, komm, komm. Jetzt. Komm. Kälble Otto hat das Bein gebrochen. Die Mutter hat sich nach der Geburt versehentlich draufgestellt. Dreimal am Tag müssen Klaus und Oskar ihn stützen, dass er trinken kann. Er weiß aber auch, dass auf Hilfe angewiesen ist. Er wartet schon. Wenn man kommt, guckt er gleich, wenn man schwätzt. Und dann weiß er auch, jetzt geht's auf, jetzt kriegt er zu was zum Saufen. Jetzt haben wir den Tierarzt gehabt, der hat ihm jetzt eine Schiene nachgemacht. Und das muss jetzt halt auch wie beim Menschen auch dranbleiben. Und darum kann er jetzt halt schlecht selber aufstehen. Man muss ihm jetzt halt immer noch helfen. Und ja, aber wir hoffen, dass wir ihn durchbringen. Das ist halt viel Arbeit wieder und Mühe bis mit so einem Kälbchen. Aber ja, die Zeit nimmt man sich einfach. Das ist es einfach wert, wenn auch so ein Kälbchen durchkommt. Und nachher freust du halt auch riesig drüber, wenn's sagen manche Betriebe, wer da hätte halt eine Spritze gekriegt und wer eingeschläfert worden, hätte man sich die Mühe nicht gemacht. Aber dann ist halt immer nur alles ein wenig anders. Ja, sie sind anders, die beiden. Wenn es um Profit ginge, gäbe es kein Kälble Otto, keine Kühe, keine Pferde und Pfauen. Mit ihren Viechern, wie sie sagen, haben die beiden Männer sich ihren Traum erfüllt. In dieser Größenordnung kannst du es vergessen. Wir haben nicht viel eigene Fläche selber, wir haben nur Land pachtet. Und wenn du das alles rechnest, was da rauskommt bei einer Ammerkuhhaltung, wenn du ein Kälbchen im Jahr hast und das verkaufst, du bringst kaum die Pachtzeit. Das ist einfach auch nur ein Hobby. Ich bin früher immer Bauer sein wollen und nie ein Rind gehabt, ein eigenes. Und irgendwann habe ich noch gesagt, ich will eine eigene Kuh im Stall haben. Und das ist halt mein Vogel. Oskar hat seine Geil und ich habe meine Kühe. Das ist halt, so sind wir halt. Oskar Pfeiffer war Landwirt und Altenpfleger. Seine wahre Leidenschaft ist die Pferdezucht. Das ist schon jeden Tag die gleiche Arbeit, aber es ist auch nicht mehr geschehen. Jeden Tag doch ein wenig anders. Es ist jeden Tag gleich. Ja. Ich bin gern eigentlich allein nichts auch. Das hat mir schon immer gefallen, so den ganzen Tag so allein nichts rumschaffen. Und es ist einfach mein Ding. Mit den Tieren zusammen, mit dem Pferd vor allem Dinge. Ich mag dann die Tiere auch, aber Pferd ist halt mein Ding. Klaus, wie lange hast du eigentlich eine Arbeit da drinnen? Eins nach dem anderen. Wenn flott jetzt, ja, dass man Frühstück kann. Wie geht es noch rein? Wenn mehr, mir stimmt bloß drei Bollen. Oskar ist nicht nur der Spezialist für die Pferde. Er hat auch den ganzen Haushalt unter sich. Klaus und Oskar leben seit über 2 Jahrzehnten zusammen. Vor 2 Jahren haben sie geheiratet. Jeden Morgen gibt's ein Frühstücksei von den eigenen Hühnern. Komm, Schatz, komm mal. Ja. Ei, Helix Blechli. Ich bin nicht so schön wie du. Drei kommen zum Frühstücken. Ja. Die beiden können es nicht lassen. Schon beim Frühstück wird gefrotzelt. Das ist ihre morgendliche Art, sich Liebes zu sagen. Klaus Fischer ist Friedhofspfleger. Auf dem Dorf heißt das Totengräber. Und er braucht deshalb jeden Morgen seine Zeitung. Hast du Zeit, dann vergisst du schon aus da. Nein, die sind ja.
in der Schachtel drin. Aber jetzt brauche ich erstmal eine Zeitung lesen, wenn wir in der Kutsche fahren wollen. Ja, ja. Dann wollen wir gucken, dass wir wieder rauskommen. Ich brauche aber ein wenig Lektüre zum Frühstück. Ja, das kann ich halt auch was wieder machen. Mehr Pfauen und Pferde als Menschenseelen leben in Wolfertsreute. Klaus hatte als Schuljunge seine Freunde hier im Dörfle. Die Buben haben alle von Baggern und Rennautos geträumt. Aber er hatte mit 9 schon 2 Hähne und ein kleines Gärtle. Beide waren mit Frauen verheiratet. Im Reiterverein haben sie sich kennengelernt. Für Klaus war es Liebe auf den ersten Blick. Wir mögen uns eigentlich immer noch wie am ersten Tag. Es ist halt nicht mehr so, wie es am Anfang war. Die Sturm- und Drangzeiten sind auch vorbei. Aber ja, wir schaffen halt so miteinander das ganze Jahr. Und bei uns gibt es auch Streitereien. Es ist also nicht so, dass da immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber ja, das ist halt unser Reich daheim und unser Leben halt. Das machen wir auch gern zusammen und ich hoffe, dass es noch lange so bleibt. Hast du rum? Sie sind unterschiedlich, aber genau das macht's aus. Hoffen wir halt, dass es nicht mehr so kalt wird. Das ist ein fröhlicher Mensch, ja, der sieht alles positiv, sagt immer, uns länger das und wir brauchen das mehr. Und ja, das ist auch vom Altersunterschied her. Ich bin schon ein wenig, wo so sparsam ist und immer ein wenig hebt und klammert und so. Gell? Und das ist der halt heute. Der sagt halt immer, das gönnen wir uns, das machen wir jetzt. Gell? Und ich kneif da immer halt, muss das Kinder machen. Für wen auch, der Arbeit. Gell? Sparen, für die Arbeit sparen. Hat gesagt, nur das da heute. Im gewissen Sinn hat er recht. Man sollte ja leben, wenn man lebt. Oskar hat's nicht immer leicht gehabt. Als er klein war, haben ihn seine Eltern zu fremden Bauersleuten gegeben. Die waren nicht sehr liebevoll zu ihm. Es ist mein Glück in meinem Leben, wo ich habe, dass einfach der Hahn friedlich leben kann. Ja. Wir sind schon fast Selbstversorger. Wir bauen halt im Frühjahr immer ziemlich viel Kohl an. Da wächst er am besten. Dann haben wir Bohnen, ein paar Kartoffeln haben wir drin, Zwiebeln. Und jetzt nach dem Mai haben wir halt das Gewächs aus Tomaten, Gurken. Ja, das Zeug tun wir nachher auch eingefrieren, also blanchieren und eingefrieren und gefrieren. Und Gemüse kaufen wir eigentlich fast gar kein selber. Gemüse und Obst sind wir Selbstversorger. Und Fleisch. Und Fleisch eigentlich auch, ja. Wir haben Hasen und Guckerler und Rindlmetzger mal einmal. Ihn allerdings nicht. Hansi ist so etwas wie der Chef im Gänsepfuhl. Es merkt jetzt, dass ich da den Stecker habe. Seine Frau Gretel brütet gerade und das macht Hansi nervös. Gell, Hansi? Passierte gar nichts. Gell? Du bist schon brav. Gell? Komm, der Gretel hockt. Komm. Komm. Gell? Da ist jetzt die Gretel drin, die sitzt auf 11 Eier und die brutet die jetzt aus und übernächst schlüpfen die. Wir hoffen, dass was rauskommt, aber das ist wunderschön, wenn die kleinen Gänsle umeinander springen. Dann. Die Gänsle leben gefährlich, wenn sie geschlüpft sind. Jetzt schwätzen sie miteinander. Ja. Der Gänsevater kennt das Risiko. Gestern Mittag bin ich im Stall gewesen bei Kälble. Und da ist hier zugegangen, der Gander hat geschimpft, sie hat geschimpft. Und dann bin ich gleich hinterher gesprungen. Es sind 4 Krähe da gewesen, wollte die Eier holen. Das ist alles schon passiert. Die holen die ganze Eier, nehmen die mit. Das ist ein trauriges Spiel. Und wir haben halt Masse Krähe da herum. Wir können also die Kleine können wir auch draußen lassen, tagsüber, wenn wir nicht bei uns sind. Weil die holen die kleinen Entler oder Gänse im Flug mit. Komm, dann können wir ins Wasser kommen. Ja, komm. Nicht laufen wir, ne? Komm. Hier, komm. Guck. So, jawohl. So ist fein.
Netze. Gestresste Städter würden sagen, das hier ist ein Biotop für die Seele. Für Oskar Pfeiffer und Klaus Fischer ist es das Zuhause. Die Natur in ihren schönsten Varianten. Das ist mein Traum, das habe ich schon immer so im Hinterkopf gehabt, aber ich nie gedacht, dass ich das mal verwirklichen kann. Dass es mal wirklich so wird, wie ich das immer so denkt. So unzeig draußen sei, abseits von der Stadt oder vom Dorf. Ich hätte nie gedacht, dass das mal passiert bei mir so, wie ich mir das erträumt habe. Klaus feiert das Leben jeden Tag. Schließlich ist sein Arbeitsplatz der Friedhof. Das ist ein Paradies. Mein Obstgarten ist mein Rückzugsort. So. Da kann ich rabkommen, wenn ich vom Friedhof komme. Ich arbeite auf dem Friedhof und habe mit dem Tod viel zu tun. Und der Obstgarten ist bei mir oft auch am Morgen so. Wenn ich im Stall fertig bin, dann mache ich noch eine Runde durch den Obstgarten. Gerade jetzt im Frühjahr, wenn es blüht, ist es herrlich. Und im Herbst noch auch, im Sommer, Herbst, wenn noch die Bäume voller Äpfel hängen und nachher langest auf den Boden und probierst den und den. Und ja, freust dich halt, wenn du Obst hast und wenn das so herwächst. Und ist einfach mein Ausgleich, so mein Rückzugsort auch. Klaus macht sich Sorgen. Die Kälte könnte nachts noch immer die Blüten erwischen. Dieses Jahr haben wir Glück mit dem Frost, weil wir so spät in der Gegend sind. Das ist der kleine, der dünne Stempel da in der Mitte. Also wenn es unter 3 Grad minus ist, und dann wird der Stempel braun, dann ist die Blüte tot. Dann gibt es nie einen Äpfel nach. Hoffen wir, dass es noch kälter wird. Meine Mutter hat früher immer am Abend Äpfel geschält. Und ich habe früher aus den Putzen raus, nach den Körner raustauchen, die trocknet im Winter. Haben die im Frühjahr ausgesät und in Töpfle gepflanzt. Und ja, die haben schon immer Bäume gepflanzt. Das ist so einfach schon immer mein Hobby gewesen. Und mein, ja, der Mann, der Bäume pflanzte. Und er ist der Mann, der Kaltblüter liebt. Das ist Oskars ganzer Stolz. Wenn die Bäume ausschlagen und die Pfauen mit ihrem Gefieder prahlen, wird es Zeit, die Pferde einzuspannen und endlich wieder eine Vergnügungsfahrt zu machen. Die Pferde sind ganz klar Oskars Revier. Ich bin der Kutscher. Also ich kann fast nebenan sitzen, wenn er fährt. Weil er hat einfach die Routine, wie ich habe. Und die laufen einfach halt bei ihm so, wie sie bei mir laufen. Und das weiß er auch, und darum mag er auch nicht fahren. So, kannst du raufkommen, Klaus? Nee. Stäbeli. Klaus ist auf den kleinen Reisen für die Verpflegung zuständig. Und das meist schon kurz nach dem Start. Oskar ist ein Meister an den Zügeln. Das ist gerade ein Gefühl, wenn ich die Leine in der Hand habe. Ich brauche kaum was machen, wie wenn ich da was ausstrahle. Ich brauche nur sagen, ich gehe rechts rum. Ich brauche mit der Leine fast nichts machen, dann gehe ich rechts rum. Oder links rum. Oder geradeaus. Und also, wie über Funk, so ist das. Ja. Das ist echt schön, die Buben. Haben mich noch nie im Stich lassen. Zwei schwere Kaltblüter, fast nur gelenkt von Oskars Gedankenkraft. Die Sehenswürdigkeiten sind immer dieselben. Und auch das Ritual hinterm Haus, den Tag auf dem Bänkle zu Ende gehen lassen. Ich bin eher von uns zwei zufriedener. Ja, ich sag uns zwei, wir haben Schäden, uns zwei lange zum Leben.
Und was willst du noch mehr? Wir haben das Paradies eigentlich zur Lebzeit schon. Es geht auch mal was schief. Ja, das ist halt. Und der Kälbli mit dem gebrochenen Fuß und mit dem Kälber und mit dem Fohlen. Und du hast immer Höhe und Tiefe. Es ist, wenn du Viecher hast, das wird jeder Bauer wissen, da ist immer alles Freude, Sonnenschein. Da hast du manchmal, uns hat der Marder Entenperle hingemacht und das andere hat es gerade noch überlebt. Die Ente war fertig mit Bruten, die Küken war geschlupft. Da fällst du noch schon auch in ein Loch. Nein, das sind Kleinigkeiten, aber es belastet dich trotzdem. Da regst du dich auch auf. Das ist einfach so. Ja. Otto, komm. Otto, komm auch. Prima. Otto, das Kälbchen mit dem geschienten Bein, hängt immer noch. Es ist Sommer. Die Kühe dürfen wieder auf die Weide. Wo bleibt er denn? Otto müsste auch da sein. Die Tierärztin ist bestellt, um nach ihm zu schauen. Der Otto kann heute so schnell laufen, gell? Der kommt jetzt mit dem Klaus irgendwann mal ganz langsam da runterlaufen. Und nachher hat er es gewonnen, wenn er da ist. Es geht nicht halt eine Weile, bis die zwei da sind. Ja. Hier in Wolfertsreuthe bleiben die Kälber ein Dreivierteljahr lang bei ihren Müttern. Auf, Puppi, komm. Jetzt hast du hohes Gras und eine neilige Karschwind mit dir gar nicht mehr, gell? Ja, jetzt guckst du ihn halt mal an, aber jetzt ist er da rap auch gelaufen. Ja. Also so wie der auf den anderen guckt, ja, passiert dem nichts mehr. Jutta Geier schaut alle vier Wochen nach dem Patienten. Das Bein, wo operiert ist oder wo geschient ist, das ist ja recht gut. Aber auf der anderen Seite hat er halt eine Sehnenverkürzung. Und da kann er ein bisschen schwer laufen. Aber wie man sieht, kann er auch galoppieren, das bringt er hin. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass er sehr viel Schmerzen hat. Er ist halt ein bisschen unbeweglich. Also gut, in dem Fall. Dann lassen wir's. Ja. Dann gehen wir wieder rauf. Und das ist Klaus' Arbeitsstelle. Der Tod hat einen festen Platz in seinem Leben. Klaus ist Subunternehmer des städtischen Friedhofsamts in Bad Saulgau. Mit seinem Angestellten Markus Reber schaufelt er jedes Grab der Gemeinde, ob Erdbestattung oder Urnenbeisetzung. Was war ich da unten? Was ich oft denke, seit ich den Job mache, die Leute kommen alle gleich auf die Welt und sie müssen alle irgendwo gleich sterben. Da gibt es keine Reich und Arme, wenn wir, wenn sie bei uns sind. Da sind alle Menschen gleich. Und das sage ich immer, das ist irgendwo so ein bisschen eine Gerechtigkeit, auch, wo wir auch, mit dem, wo ich auch lebe. Und darum lebe ich einfach auch, denke ich, so ganz anders. Seit ich mit dem Tod mehr zum Du oder Umgang, du hast einfach, kriegst eine andere, mal bei mir ist es so, du hast eine ganz andere Lebenseinstellung. Vieles, wo man immer meint, man muss es hauen und braucht man. Viele Sachen braucht man gar nicht. Der Mammon, wo sich manche Leute aufbaut. Und nützt da alles nichts, wenn du so weit bist. Und es kommen alle in den gleichen Boden rein, sage ich immer. Da sind alle Menschen gleich. Hey, Mayra, komm! Oskar widmet sich der Kindererziehung. Sein Fohlen Henry ist gerade mal 3 Monate alt. Jeden Tag übt er Hufe geben. So. Ja. Klopfen und Schaben mit dem Hufkratzer sollte ihn nicht aus der Ruhe bringen. Hufe müssen gepflegt sein. Das gehört zum Fohlen-ABC. Machen wir schön sauber. Das können Stühle nicht. Das ist ganz wichtig, ja. Dass er einfach ein Mensch ist, dass er das einfach kennt. Dass er einfach den Geruch vom Menschen auch kennt. Das ist wichtig. Und darum mache ich das vom ersten Tag an. Henry wird irgendwann mal verkauft. Gell du, wie alle habe ich den lieb. Magern und das schwer, wenn man sowas hergeben muss, aber man kann nicht alles behalten. Man muss auch der andere was lassen. Gell.
Jetzt, Henry, machen wir noch einen Spaziergang. Klaus hat sich mit den Berufsjahren ein stabiles Innenleben zugelegt. Ein Gärtner braucht das eigentlich nicht, aber als Totengräber muss man stark sein und einfühlsam. Oft muss er schwachen Menschen wieder auf die Beine helfen. Er spendet Trost, wo es nötig ist. Und nicht selten kommt er selbst ins Grübeln, vor allem wenn er an Oskar denkt. Habe ich schon Angst, den Oskar zu verlieren. Das ist bei uns halt, weil wir einfach uns jetzt schon so lange kennen auch und uns auch mögen. Und ja, das, der Tag X wird kommen. Aber wir wissen das nicht, ob es, das kann sein, ich sterbe vor dem Oskar. Das kannst du nicht sagen. Das ist, wir haben jeden Tag mit dem Tod zu tun. Und ich habe schon viele Leute vergraben, wo jünger waren wie ich. Wo ich sagen muss, ich freue mich an jedem Tag, so, wo ich arbeiten kann und wo es mir gut geht, wo ich fit bin. Und an dem, das muss man auch so leben, auch so. Seit ich älter war sowieso, dass du einfach jeden Tag so nehmen musst und das Beste daraus machen. Jetzt, Rubi, komm. Dann machen wir unseren abendlichen Spaziergang machen. Ja. Papp, Bella, du gehst weg. So. Dass ein Pferd durch Hühnerstall und Hausflur spaziert, gibt es sonst nur bei Pippi Langstrumpf. Hier ist es Lektion 2 in Oskars Fohlenschule. So. Pferde war eigentlich immer mein Traum. Das ist einfach mein Leben. Die Kühe und so, das mag ich auch, das ist keine Frage. Nein. Aber ich kann halt mit dem Pferd mehr anfangen. Ja, haben wir noch mal gehört. Ein Pferd ist ehrlich, also gibt wahrscheinlich nichts Ehrliches wie ein Pferd. So. Was ist die Treppe runter? Ja, das ist halt volles Vertrauen, das ich zum Pferd habe. Mir ist auch noch nie was passiert. Wir haben auch einen Spaziergang gemacht. So sehen Pfauenküken aus. Die ist jetzt eine normale Henne und die hat jetzt die Pfauen ausgebrütet. Wir müssen jetzt eine Woche länger hocken, weil Pfauen haben 4 Wochen, bis sie schlupfen. Und Hühnerküken haben bloß 3 Wochen. Aber das ist halt super, wenn du jetzt so Bruthennen hast. Die passen halt optimal auf die Kleinen. Dann haben sie warm, du brauchst noch keine Lampe und nichts. Und ja, brauchst du eigentlich um nichts kümmern. Das ist. Und Pfauen sind als Küken richtig doof. Die fressen dich selber. Die müssen das lernen, das Picken. Wenn du nur Pfauen hast, die kannst du nicht aufziehen ohne ein Muttertier oder ohne andere Küken. Dann verhungern die. Die müssen das erst lernen, wie man pickt. Pfauenküken sind extrem empfindlich. Bis sie ein Jahr alt sind, ist es nie gewiss, ob sie überleben. Das ist halt auch was Schönes im Frühjahr und im Sommer mit den kleinen Küken, wenn wieder was Jungs lebt und groß wird. Ja. Mit seinen Pfauen hat sich Klaus einen großen Wunsch erfüllt. Ein lebendiger Farbtupfer, den es so in Oberschwaben nie gegeben hat. Und das Beste, sie hauen nicht ab. Von April bis August balzen sie alles und jeden an. Im Sommer müssen Klaus und Oskar Rüben hacken. Sie sind wohl die letzten Bauern, die noch Futterrüben anbauen. Jede zweite Rübe muss man versetzen, damit sie Platz haben zu wachsen. Oskar ist hochkonzentriert. Klaus schweift ab und Oskar sagt immer, er träumt. Wir müssen dann wieder auf den Trick holen, wenn er am Träumen ist grad. Ja, ja. Er guckt da irgendwo nach, wenn ein Obstbaum in der Nähe ist oder irgendetwas in der Nähe ist, dann kann er nachschauen und gucken. Und ich denke immer, was guckt er denn wieder? Dann sieht er irgendetwas, was keine Sau sieht. Aber der sieht es. Jetzt hör noch auf. Ja. Ist, was ich immer sage, jetzt aufhören mit Träumen, weiterschaffen. Kannst wieder abends. Ja. Das war ich aber schon immer. Das bin ich als Kind schon gewesen. Meine Schwester sagt immer, der kann als Kind schon 5 Stunden im Sandkasten sitzen und mit den Pflanzen und mit den Bindeln schwätzen. Das war früher schon so. Aber es wird auch immer so bleiben.
kommen. Paula, alles gut, alles gut. Ja, ja. Otto ist fast 4 Monate alt. Mit seiner Mutter bleibt er mal im Stall, um das Bein zu schonen. Ja, das ist gut aus. Der ist immer halt langsamer, aber jetzt ist er die letzte Zeit auf der Wald gewesen und da schon, hat er auch kein Problem gehabt damit. Ja, das geht gut. Ja. Man könnte meinen, die beiden haben das Paradies auf Erden. Aber welche Ehe funktioniert schon so? Manchmal gibt es Unmut und der muss einfach raus. Und Oskar lässt es oft brodeln in sich. Also da kann ich mich nicht mehr verheben. Da ist halt alles so aufgewühlt und zusammengestaut bei mir. Und dann muss das raus. Und das ist ein Fehler. Ich sollte es immer gleich sagen, aber dann hätten wir alleweil ein Probleme. Wenn ich mir sage, du, da liegen wieder Socken, wo gehören die nach? Am anderen Tag liegen schon wieder eine da oder dort da. Die ziehe ich halt noch normal an, dass du nicht so viel Wäsche hast. Ja. So denke ich halt. Ich denke nur positiv, dass du nicht so viel zum Wäsche hast. Ja, ja. Darum liegen da halt manchmal Kleider, wo man halt nochmal anziehen kann, wo ich sage, das tut es noch. Mhm. Wenn ich am Montag, nach 14 Tagen. Wenn ich am Montagmorgen ein Grab machen muss, wenn es regnet, dann bin ich am Montag um 10 Uhr dreckig von unten bis oben, wenn du den Boden rumschaffst. Und dann sage ich allen mal, das tut jetzt die Hose von letzter Woche gut, dann brauchst du jetzt nicht eine frische Hose rausziehen, weil die sieht in 2 Stunden aus wie die ich angehört habe. Und so, ich denke auch bloß für ihn. Also am Montag zieht man einfach frische Klamotten an, wenn man zum Schaffen geht. Weil man das schon 100 Jahre lang so gemacht hat. Ja, genau. Die Pfauen lassen ihre Federn fallen. Ihr Geschrei flaut ab. Der Herbst beginnt. Es ist kalt und feucht. Früh am Morgen starten die beiden Männer mit der Rübenernte. Man denkt da über Gott und die Welt und so. Ob es einen Wert hat, denke ich manchmal. Wir sind auch eine von den Letzten, die noch Futter rüber anbaut. Weil es halt einfach arbeitsintensiv ist, so wie wir es machen, wenn man es von Hand raus tut und so. Aber Viecher mögen es gern und für Geil und Kieh. Und Hase und Henne, alle mögen rüber gern. Das ist einfach was Saftiges, auch für die Viecher im Winter. Da sind sie ganz scharf drauf. Das ist wie wenn wir einen Äpfel essen im Winter, wenn sonst alles trocken ist. Wir sagen auch schon, wir hören auf mit den Rieben, weil es halt, halt viel Arbeit ist. Und auch wenn es einmal Frühjahr wird, nachher sagt man auch, ja komm, man tut doch wieder eine neue. Das ist nicht so leichter. Und dann kommt Oskar wieder mit dem Appell an den Träumer. Wenn ich so beobachte und denke, er könnte auch ein wenig schneller machen. Ja, jetzt ist schneller. Das ist bei uns schon so, da hat schon jeder seine Aufgabe. Da brauchen wir manchmal gar nicht schwätzen miteinander. Das ist auch am Morgen mit den Viechern versorgen. Oskar tut Geil machen, ich tue im Winter Kiem machen, Hase, das Gläuziefer. Und da hat jeder so sein Ablauf und ja, das funktioniert ohne viele Worte eigentlich. Schwätz wird abends im Pub. Tagsüber schwätzen wir nicht viel miteinander. Es ist halt so. Und da wird noch geschnadert die halbe Nacht. ~2,30 Meter tief muss die Grube sein. Und wenn der Bagger zu grob ist, muss Klaus mit Schaufel und Spitzhacke ins Grab. Du brauchst da schon eine Überwindung dazu. Aber es gibt immer noch Situationen, wo wir auch Probleme haben, wo du manchmal also an die Tränen auch bist. So,
Unfälle oder junge Leute, wenn junge Leute sterben oder so. Also du kannst es es geht trotzdem noch. Geht da immer nach. Also, wir sind keine Menschen ohne Herz. Das ist, ja. Aber du darfst nicht bei jedem mittrauchen. Das geht nicht. Sonst packst du das nicht. Das ist bei uns alltäglich jeden Tag, wenn du mit dem Tod zum Tun hast. Ja, aber muss auch jemand machen, die Arbeit. Und du darfst den Humor nicht verlieren. Du musst das einfach als Job sehen. Du darfst das nicht in die Nähe gehen lassen. So. Sonst kannst du den Job nicht machen. Eine Computertastatur hat Klaus noch nie unter den Fingern gehabt. Sein Unternehmen läuft handschriftlich und persönlich. Ich bin fleißig, oder? Ja, ich muss fleißig aufschreiben. Du, ich hätte da eine noch. Mit Bestatterin Johanna Fiesel ist er im täglichen Austausch. Sie kümmert sich um die Verstorbenen vor der Beisetzung und Klaus währenddessen und danach. Kannst du es machen, weil auf Dienstag wird es das in der Zeitung bringen. Also, wenn ich das am 15. wäre es gut, wenn das da gegangen hätte. Ja. Eine Arbeit zwischen Himmel und Erde, bei der beide versuchen, die Hinterbliebenen zu unterstützen. Genau, genau. Und da soll einfach jemand in der Kirche mit dem Leichenwagen der Schlüssel an der Markus, ja. Wir sind schon wegen Sozialarbeiter auch. So, ja, ja. Von vielen Leuten so in der Stadt auch. Ich gelernter Sozialarbeiter und du gewordener. Ja, so. Ja. Viele Leute haben halt auch Probleme nachher und die kommen zu uns und fragen sie, das, was muss ich machen? Und so, wir sind da schon auch oft. Also kriegst du die Schicksale auch mit und musst das auch vertragen können oder ja, umsetzen nachher mit den Leuten. Und einfach mit den Leuten auch normal schwätzen. Und bei uns ist eigentlich nichts künstlich. Oder, wir sind alle echt, glaube ich, da oben. Also die jetzt auf dem Friedhof arbeiten. Und ich glaube, das ist das, was die Leute auch schätzen. Also wir nehmen einen Teil, aber ich sage es mal, wir bleiben normal, wir bleiben uns selber. Die landen jetzt gut, die sind reif, wenn sie so fallen. Die letzten Tage schon haben Oskar und Klaus Äpfel und Birnen aufgelesen. Ein Wagen ist fast voll. Die alten Sorten sind fast alle süß, ideal zum Einkellern oder für Apfelmus. Aber Oskar und Klaus verkaufen sie in die Mosterei. Das Jahr stammt die ganz schlecht, weil die Äpfel. Weil es so kalt war, auch, weil Bienen haben die fliegen können. Kein Viertel von der Ernte von letztes Jahr. Viele Bäume haben bloß im oberen Bereich Obst. Und da ist es alle 2 Grad wärmer wie unten. Und dann fliegen die bloß in die hehre Äste rein. Und unten, drum, das sieht man jetzt, da ist es ganz extrem an dem Baum. Der hat unterum fast gar keine. Und oben hat er angesetzt. Und das ist auch so ein Phänomen halt so, dass die nachher eher in die obere Regionen bestäuben wie unten. Wenn man es mit der Bandscheibe hat, ist Bewegung die beste Medizin, sagt Oskar immer. Das hält mich fit, einfach. Die ganzen Muskeln, da hat man Muskeln da noch, wenn man den Buck schon und die Spannungen, das ist einwandfrei. Also, ich mag das gern tun. Am wieder tut er schon das Kreuzung weh, aber. Mein Gott, in dem Alter, da tut halt immer wieder mal was weh, da kommt man einfach weiter zu. Das ist einfach immer ein Erfolgserlebnis, wenn wir so einen Wagen Äpfel aufgelesen haben. Und manchmal muss ich noch einmal extra noch einen Tag standen lassen vor dem Haus, dass ich mich freien kann dran. Das ist einfach, ja, wenn du das ist, einfach das hast geschafft und ja, das ist einfach was Schönes nachher. Da hat man schon ein wenig. Ein Bauernstolz, hat man früher gesagt, wenn man so einen vollen Wagen hat. 1400 Kilo Äpfel sind es. Die bringen sie nicht etwa mit dem Schlepper nach Altshausen. Es wird wieder eingespannt. Die Fahrt in die Mosterei ist Kult bei den beiden. Das ist wie Urlaub nachher, wenn man die Äpfel futtern. Das ist halt nachher der Ausgleich dafür. Das ist unser Hobby und unser
Spaß haben wir da noch dran, wenn wir uns da schön gemütlich gleich Schoßen fahren können und die Äpfel abliefern. Geil mag ich das schon, die wissen schon, wo es reingeht. Und das ist einfach schön. Es ist eine Halbtagestour. In manchen Jahren machen sie die Strecke 4 bis 5 Mal. Auf der Landstraße und im Städtle kennt man sie schon. Die winken immer und das sind sie freundlich und die freuen sich ja auch, wenn sie das sehen. Halt einfach, ja, heutzutage sieht man das fast nicht mehr so mit den Geil, weil das niemand mehr macht. Ja. Also, jetzt kommen sie wieder vom Hinterwald. Die Bärtige. Klaus, der so gerne seine Socken liegen lässt, schlüpft heute in seine zweite Haut, den Beerdigungsanzug. Also wenn man den Anzug anhat, wird man schon anders angucken, wie wenn man die dreckige Schafklamotte anhat. Wenn das Publikum das so sieht, sagen sie, ja, so nobel und so, sind halt zwei Welten. So mit Anzug oder halt mit der Schafklamotte. Seine Aufgabe ist es, den Sarg zu tragen, ihn hinunterzulassen und später das Grab zu verschließen. Die Frau war auch eine liebe Frau, die habe ich auch kennt vom Sehen. Und ich habe immer noch die Leute im Kopf, wie sie geglaubt haben. Und du darfst das nicht vergessen. Ich will auch mal am Stück vergraben werden, im Sarg. Und ja, du gehst zur Natur über wieder. Und beim haben wir überall auf dem Friedhof die Zehren davon. Dein Körper, deine Knochen sind Phosphor, Kalium, ist alles, die saugen dich aus. Du gehst wieder zurück zur Natur. Nach so einem Tag braucht Klaus eine herzhafte Stärkung. Dafür sorgt Oskar liebevoll. Das Kochen hat er von seiner früheren Frau gelernt. Er macht es gerne. Putzen eigentlich auch. Oskar ist penibler als jede schwäbische Hausfrau. Im Gegensatz zu Klaus. Das ist das krasse Gegenteil von mir. Der kann da mit den Gummistiefeln reinlaufen, vom Kurstall das rauslaufen. Juckt nicht. Sagt, das kann mir putzen, sagt er. Ja. Ja, wer putzt? Ich. Klaus mampft meistens das Essen schweigend in sich rein. Für Oskar ist das Lob genug. Dabei ist es beileibe nicht so, dass Klaus nicht weiß, wie gut er es hat. Zum 23-Jährigen, also da habe jetzt ich dran gedacht, letztes Jahr, oder dieses Jahr war es ja, steigt er vom Auto aus und hat so etwas hinter dem Buckel. Und so sagte er, was versteckst du denn dahinter? Was versteckst du denn dahinter da? Er hat bloß grinst und gelacht. Nach irgendwann bringt er einen Rosenstrauß, dunkle rote Rose. 23 Stück. Da hat es mich hier umgehauen. Also da sind wir nach Tränen reingelaufen. Das war so, also das hat mich richtig gefreut. Also, ja. Das kann er noch schon. Solche Tage, wo ich jetzt wieder vergiss, ich dran denke. Komm her, komm. Ja, ist ja gut. In der kleinen Familie von Oskar und Klaus steht ein Trauerfall bevor. Otto, dem geht es jetzt nicht schlecht, aber er hat halt jetzt mit dem anderen Fuß auch Probleme beim Laufen. Man sieht es.
Und jetzt müssen wir uns wahrscheinlich verabschieden von ihm. Weil der wird alles schwerer und die Belastung hält er auf die Füße dann nicht mehr aus. Dann kriegt er richtige Probleme. Man sieht jetzt schon, wie der andere Fuß auch ein wenig dicker wird. Und so hat es keinen Wert. Das ist traurig, jetzt, dass man hergehen muss oder metzgen muss, aber es hat keinen Wert. Sagen, in einem anderen Betrieb wäre der als Kälblicher eingeschläfert worden, wo wir damals die Schienen angemacht haben und verarztet haben. Und jetzt hat er wenigstens den Sommer auf der Waldzeit mit seiner Mutter zusammen. Ja, und der Oskar hat da die besseren Nerven wie ich. Ich habe keine Hoffnung mit Kind. Und ich gebe bitte schnell auf, wenn irgendetwas ist. Und so, da versuche ich immer das Letzte zum rausholen. Ja. Und man sieht ja, was draus war. Er ist jetzt trotzdem schön war und hat jetzt den Sommer leben können. Ja. Auf der Wald draußen mit seiner Mutter und seinen Kumpels zusammen. Ja. Und jetzt kommt er halt in die Friere. Ja. Es ist hart, aber ja. So. Es ist halt so. Ja. Um den Buß- und Bettag herum, in gut zwei Wochen, muss es sein. Inzwischen sind 3 Monate vergangen. Der Winter ist ruhig vorübergegangen. Und jetzt ist der Frühling wieder da. Klaus baut Zäune. Die Pferde haben Nachwuchs bekommen. Oskar verbringt Stunden und Tage mit seinem neuen Stutfohlen Inji. Oskar ist kein alter Mann. Die Energie, die er hat noch in seinem Alter. Wenn ich manchmal andere sehe, die noch jünger sind wie der Oskar, muss ich sagen, die kommen daher wie ein 90-Jähriger. Er ist immer noch aufrecht und so sportlicher Typ, obwohl er es im Kreuz hat oft. Er lässt sich auch nicht unterkriegen. Er hat einfach eine Wahnsinnsenergie noch. Auch durch seine Pferde. Und wenn der eine Fohle hat, dann wird er auch mal 3 Jahre jünger wieder. Aber was er macht mit seinen Fohlen und wie die noch funktionieren, ist einfach, wo er auch die Energie, glaube ich, schöpft. So. Und das ist einfach das Tolle an ihm. Inchi ist 2 Wochen alt. Das ist das, was mich eigentlich, glaube ich, hebt auch. Da freue ich mich das ganze Jahr drauf, im Winter, und gucke immer in die Boxen rein und denke, oh ja, es sollte mal, dass sie auf die Welt kommen. Ein Halbgeschwisterchen muss auch demnächst auf die Welt kommen. Oskar wartet seit 2 Wochen. Jede Nacht hält er sich vor dem Stall bereit. Das ist unser Senior da oben. Er ist schon 20 Jahre alt, so, aber es wird er sein. Und der sitzt halt jeden Abend daheim. Morgen früh, wenn ich in den Stall komme, dann liegt er da hin und guckt mich an. Geht du? Ja. Es kann sich nur noch um Minuten handeln. Mayra, die Mutterstute, hat sich gerade hingelegt. Das Fohlen ist riesig. Die Stute hat schwer getragen. Jetzt haben wir es geschafft, gell, du. Jetzt hast du lange auf die Wade gelassen, du Spitzbär. Die hat jetzt 14 Tage über die Trächtigkeitszeiten umtragen. Das war das schon harte 14 Tage, weil ich halt jede Nacht, weiß ich, oft aufgestanden bin, weil sie immer unruhig war. Und, ja, aber jetzt haben wir ja Gott sei Dank das hinter uns. Aha. Bitte, du kommst mit um mit dran. Also das ist unser Leben jetzt. Und aber schönes, weiß ich, ob es das gibt oder nicht, aber das ist unser schönes Leben da. Ja.